Wir wollen heute über Biosimilars sprechen, also Nachbauten von biopharmazeutischen Arzneimitteln, die auf gentechnologischer Basis hergestellt werden und den Originalen ähnlich, aber nicht ganz gleich sind. Frau van der Beek, wie entwickeln sich denn die Biologika und Biosimilars am Markt? Die Biologika und Biosimilars entwickeln sich weltweit und in Deutschland sehr positiv. Wenn wir den globalen Pharmamarkt betrachten, haben wir hier Wachstumsraten von 3-6% und werden bis 2022 einen Umsatz von über 1,4 Billionen US-Dollar haben. Die Wachstumstreiber im globalen Markt sind die Spezialtherapeutika in den entwickelten Märkten. Entwickelte Märkte sind USA, Japan und die europäischen Länder, darunter auch Deutschland. Und hier haben die Biologika Wachstumsraten über 13%, sind also hier die Wachstumstreiber. Biologische Produkte sind seit über 30 Jahren auf dem Markt und als die ersten erfunden wurden bzw. in den Markt gekommen sind, konnten wirklich Patienten viel besser behandelt werden. Es gibt eine, insbesondere für die schwerwiegenden Erkrankungen wie Onkologie, also Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Behandlungsoptionen, die die Lebensqualität der Patienten extrem verbessern. Und von daher haben Biologika die Therapielandschaft sehr, sehr positiv verändert. Seit ungefähr 12 bis 13 Jahren sind auch die ersten Biosimilars im Markt und haben damit natürlich auch aufgrund eines anderen Preises die Möglichkeiten für neue Therapieoptionen bei den Patienten eröffnet. Insgesamt die Entwicklung der Biologika und Biosimilars in Europa und in Deutschland sehr positiv. In Deutschland alleine haben wir im Vergleich zu 2006 hat sich der Umsatz mit Biologika und der Einsatz von Biologika verdoppelt. Aufgrund der Ähnlichkeit, aber nicht Gleichheit, gibt es auch Kontroversen über den Einsatz von Biosimilars. Befürworten Sie den Einsatz von Biosimilars? Ich befürworte absolut den Einsatz von Biosimilars, wie auch alle anderen Akteure im Gesundheitswesen, auch insbesondere im Deutschen. Wenn wir über das Thema kontroverser Einsatz von Biosimilars sprechen, geht es eher darum, stelle ich von einer etablierten Therapie, von einem Original, von einem Biologikum auf einen Biosimilar um. Das ist die kontroverse Diskussion aktuell, also die Austauschbarkeit. Weil es sind sehr komplexe Therapien, da sollte auch die Verordnungshoheit beim Arzt liegen. Er muss den Patienten auch beobachten und das wird kontrovers diskutiert. Der Einsatz von Biosimilars ist akzeptiert und ist in der Versorgungslandschaft in Deutschland angekommen. Wie steht denn die Politik dazu? Die ganzen regulatorischen Maßnahmen unterstützen den Einsatz von Biosimilars und auch alle Stakeholder sind dafür. Wir haben Maßnahmen, die den Einsatz von Biosimilars unterstützen, zum Beispiel KV-Vorgaben, aber auch die Krankenkassen übernehmen Kommunikationen Richtung Ärzte, um den Einsatz bei den Patienten zu ermöglichen, um auch vielleicht Patienten früher auf ein biologisches Präparat einzustellen. Und wie sehen die Krankenkassen das als Finanzierer der Therapien? Die Krankenkassen unterstützen auch den Einsatz von Biosimilars, weil dadurch auch mehr Patienten in den Genuss einer solchen Therapie kommen können und man durch Biosimilars schon auch Einsparungen erzielt. Somit werden Gelder wieder frei, um auch andere Innovationen zu bezahlen. Gelder ist ein gutes Stichwort. Wie stehen Sie denn zur Preisfindung bei den neuen Biosimilars? Oh, das ist ein sehr komplexes Thema, die Preisfindung. Die Zulassung eines Biosimilars ist nicht vergleichbar mit der Zulassung von einem Generikum. Die ganzen Themen wie Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit müssen auch bei einem Biosimilar nachgewiesen werden. Es ist akzeptiert, auch die Sicherheit und die Biosimilars, aber durch diese Nachweise und weitere regulatorische Anforderungen sind die Kosten für Forschung und Entwicklung auch bei den Biosimilars höher und nicht vergleichbar zu Generika. Vielen Dank.